dass alles mit rechten Dingen zugeht. Aber das sieht gut aus. Wir wollen natürlich, dass bei jedem das mit dem Auto auch gut funktioniert, wissen Sie. Es soll ja niemand am Ende zu Schaden kommen, beziehungsweise am Ende ein Problem haben. Weil, ja, sonst stehen wir alle da. Ganz ernst, sonst stehen wir alle da. Und das muss nicht sein. Aber gut, das sieht alles wunderbar aus. Das freut mich. Dann erstmal hallo und schönen guten Tag. Und ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Darf ich wissen, ob Sie uns schon mal besucht haben? Okay, da war ich aber nicht da, kann das sein? Ich merke das schon. Okay, weil normalerweise, ich habe ein relativ gutes Gedächtnis, würde ich behaupten. Doch schon, also, ja, natürlich, man bekommt viele Gäste. Man kann sich nicht jeden Einzelnen immer und überall merken. Aber grundsätzlich würde ich sagen, bin ich da doch relativ gut drin, wenn es nicht vor 10 Jahren war. Exakt, exakt. Aber gut, genug des Geschwatze. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Okay, ja. Haben Sie da bereits spezielle Vorstellungen, was das für ein Fahrzeug sein soll? Natürlich, natürlich, da haben wir natürlicherweise unser gesamtes Spektrum an hochklassigen Fahrzeugen. Also eher so ein, ja, gemütliches Auto. Für eine Familie, okay. Verstehe ich. Haben wir auf jeden Fall. Ich würde behaupten, es würde dann Sinn machen, dass wir uns den Planer mal anschauen. Das bedeutet, dass wir das Ganze zusammen einmal durchgehen, schauen, was könnten wir dort reinpacken? Wie könnte das farbtechnisch aussehen? Wie könnte das vom Interieur aussehen? Das würde für uns wahrscheinlich am meisten Sinn machen. Ist das okay? Ja? Gut. Passen Sie auf. Vor Ihnen. Das sieht ein bisschen spartanisch aus. Ich gebe das zu. Aber das haben wir ehrlicherweise bei anderen Unternehmen gesehen. Da ist ein kleiner Bildschirm. Genau den. Genau den meine ich. Dort könnten Sie jetzt drauf gucken und werden dann gleich meinen Bildschirm sehen. Und sehen, was ich sehe. Das bedeutet, wir können dann gemeinsam einmal alles durchplanen. Wäre das eine Idee? Sehr gut. Dann bitte schon mal da drauf gucken und dann wird sich dort gleich etwas tun. Und zwar genau jetzt. Und wie sieht's aus? Sieht gut aus. Wunderbar. Das ist Liebe. Ich hoffe, der Bildschirm klappt auch. Ganz genau. Sie sehen schon. Ach, du heiliger Gott. Aber nicht überstrapazieren lassen. Das sieht auf dem ersten Blick nach sehr viel aus. Ist aber auch nicht alles für uns jetzt relevant. Ich meine, ich glaube kaum, dass Sie Interesse an dem neuen Movano haben. Ja, Sie sehen schon, das ist für unsere Bedürfnisse eher unnötig. Auch ein Kombo ist in der Regel eher nicht das präferierte Fahrzeug für eine Familie oder sowas. Da
geht's dann schon eher nach oben, Richtung Corsa, Mokka, Astra. Das sind so die Fahrzeuge, die bei unseren Kundinnen dann eher auf Begeisterung stoßen. Das ist so natürlich da. Da kommt dann so das größere Interesse. Natürlich auch der Grandland, der ist dann auch mittlerweile in einer Region, der ist etwas teurer. Dafür aber natürlich schon sehr, sehr cool. Also es ist schon einfach ein schönes, interessantes, für mehrere Personen ausgelegtes Fahrzeug, wo ich persönlich sehr gerne auch dann wirklich sage, okay, auf Zukunft gesehen, sollte man sich vielleicht das Fahrzeug anschauen. Ja, er kostet etwas mehr. Meistens. Ist aber in der Regel dann auch über eine längere Zeit gut nutzbar. Genau, Alternative. Crossland, klar. Mokka, klar. Corsa, Astra. Man könnte noch den Astra Sports Tourer nehmen. Das bedeutet, dass wir eine längere Version des Fahrzeuges haben. Ist natürlich immer die Frage, inwiefern man das auf sehr engen Straßen haben möchte, insbesondere wenn es dann um die große Frage des Parkens geht, ohne da ihren heimischen Status zu wissen. Dann könnte halt insbesondere der Grandland halt Sinn machen. Dann nehmen wir den. Okay. Wir sehen, wir haben jetzt hier verschiedene Aspekte. Ausstattungslinie, die Motorisierung, das Design und weitere Optionen. Wir haben grundsätzlich jetzt erstmal den Grandland in drei Varianten. In der Standardvariante Enjoy. Das ist hier unser einfachstes Paket. Wir haben Serienausstattung, ein paar Farben, Ende. Wir haben GS. Sie sehen bereits, da verändert sich das Design geringfügig. Hier haben wir dann gewisse Aspekte. Und dann haben wir noch Ultimate. Natürlich hier haben wir dann bereits unter anderem andere Felgen wieder drauf, haben nur noch ein Getriebe in Automatik und insgesamt natürlich auch im Interieur, wenn wir uns das mal anschauen im Vergleich, gewisse Veränderungen, zum Beispiel was die Sitze angeht, zum Enjoy, der natürlich hier möglichst schlicht, einfach gut, aber schlicht gehalten ist. Genau, der Ultimate ist dann so das Mittelding. Der Ultimate ist die oberste Stufe. Und der GS, das ist so die mittlere Stufe, genau. Genau. Ja, okay, dann nehmen wir den. Oder doch. Okay, GS, ja, wird genommen. Gut, dann haben wir drei Motoren zur Auswahl. Wir hätten Benzin oder Diesel. Wenn wir auf einen Diesel gehen würden, wäre das automatisch ein Automatikfahrzeug. Gehen wir auf einen Benziner, haben Sie die Wahl zwischen dem manuell betriebenen und dem Automatik. Wir sehen hier bei 130 PS bei beiden Fahrzeugen. Genau, bei dem Ultimate kann ich Ihnen gerne zeigen, natürlich. Da ist das genau das Gleiche. Ja, also das sind beides auch 130 PS Fahrzeuge. Einzig und allein ist dann eben, dass das Fahrzeug nicht mehr
hier manuell betrieben werden kann. Wir haben hier ein Sechsganggetriebe, genau. Genau, das ist bei uns Standard da drin. Korrekt. Wir können aber eben auch auf ein 8-Stufen-Automatikgetriebe umstellen und dann entweder Benzin oder eben natürlich auch Diesel, wobei das dann immer noch mal ein bisschen teurer ist. Das manuelle Getriebe, also den Benziner. Ja, okay, sehr gerne doch. Packen wir rein. So, dann kommen wir zum Design und wir sehen hier schon, hier geht es jetzt richtig los. Hier werden jetzt nochmal Einstellungen getroffen, die richtig relevant sind. Das ist Stand jetzt das Fahrzeug. So haben wir das. Okay. Wir haben jetzt vier verschiedene Farben. Rot, weiß, silber und schwarz. Das sind vier Farben. Vier Möglichkeiten, viermal zu entscheiden, was man jetzt möchte. Ich weiß, es ist nicht leicht. Rot haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen. So würde weiß aussehen. Ist schon was anderes zugegebenermaßen. Ist natürlich sehr schwer sauber zu halten. Quarz ist Silber. Das ist das Fahrzeug. Ganz genau. Oder Diamant schwarz. Das ist das Fahrzeug. Okay. Dann nehmen wir das. Dann nehmen wir das. Automatisch im Preis mit inbegriffen ist, dass das Dach in der gleichen Wagenfarbe ist. Das ist natürlich relativ hilfreich, würde ich mal behaupten. Wir haben jetzt als nächstes noch die Frage nach den Felgen. Wir haben hier immer 5, 5, 5, 5 Doppelspeichen mit Leichtmetallrädern. Wir fangen einfach mal vorne an. Das ist Variante Nummer 1. Das hier, ups, machen wir das so, ist Variante Nummer 2. Genau. Ja, finde ich auch nicht schön, muss ich zugeben. Finde ich auch echt nicht schön. Variante Nummer 3. Ganz genau. Und Variante Nummer 4. Genau, ja genau, das verändert sich dann nur teilweise. Richtig, richtig, richtig. Okay, ja, alles klar. Kommt so rein. Innenausstattung. Hier geht es jetzt noch um das Ambiente. Wir haben standardmäßig im Preis wieder inbegriffen den schwarzen Stoff. Wir können aber upgraden auf Alcantara Schwarz. Das ist dann das hier. Alcantara ist natürlich sehr angenehm, fühlt sich sehr, sehr schön an und ist ganz geschmeidig. Als letztes haben wir noch Leder. Das kann man natürlich auch nutzen, wenn man möchte. Sieht logischerweise direkt viel hochwertiger aus, muss man dazu sagen. Ist aber natürlich echt Geschmackssache. Alcantara, okay. Ich persönlich kann es nur empfehlen. Sehr großer Fan von. Jetzt können wir gucken. Wir haben hier
weitere Ausstattungspakete. In der Serienausstattung haben wir unter anderem natürlich Assistenzsysteme. Wir können hier unter anderem noch das Tech-Paket Pro reinpacken. Das bedeutet, wir haben unter anderem das adaptive LED-Pixel-Matrix-Scheinwerfer-Paket. Wir haben schlüsselloses Schließ- und Startsystem, also Keyless Open Start. Und wir haben weitere Möglichkeiten. Wird hinzugefügt. Wir haben die Möglichkeit einer 360-Grad-Kamera, um von oben auf das Fahrzeug schauen zu können, um beim Parken auch wirklich alles immer im Blick zu haben. Okay. Das Infotainment-Paket, für mich persönlich das wahrscheinlich Wichtigste, das ist das Multimedia Navi Pro, inklusive Opel Connect LX 25, 10 Zoll Screen HD und Wireless Charging. Fantastisch, das ist wahrscheinlich für mich persönlich das Pünktchen noch. Anhänger, Vorrichtung, genau, braucht man nicht. Allwetterreifen würde ich Ihnen nicht empfehlen. Gute Winterreifen, Allwetterreifen bin ich kein Fan von. Diebstahlwarnanlage, genau. Und das Sicherheitsnetz für Gepäckraum nicht hinter dem ersten Sitzreihe zu befestigen. Auch das ist korrekt, genau. Genau, sehr schön. Dann sind wir tatsächlich auch mit dem Fahrzeug so in der Form fertig. Wir haben jetzt einmal alles hergestellt. Das ist Ihr Automobil, wie Sie sich wünschen würden. Das ist der Grandland in Diamantschwarz, eben in mit Alcantara, mit den Elementen, wie Sie sich das gewünscht haben. Und dann eben auch mit Zusatzpaket an Kamera, an Bildschirm und so weiter, mit dem speziellen Motor, mit den speziellen Felgen, wie gewünscht, und allem, was da drin sein sollte. Okay, soll ich Ihnen das speichern und per E-Mail schicken? Kann ich sehr gerne machen, gerne doch. Dann würde ich einmal den Bildschirm schließen. Zwar genau jetzt. Und dann würde ich noch einmal kurz Ihre E-Mail-Adresse hiermit benötigen, bitte. Perfekt, vielen Dank. Darf ich Ihnen die E-Mail also schicken? Okay, ich brauche nur noch mal kurz die Bestätigung. Nicht, dass hinterher kommt, was ist denn da bei mir angekommen? Wir wollen ja keine falschen Nachrichten haben. Das ist nicht unser Ziel. Das ist so. Da soll nichts Komisches passieren. Okay. Perfekt. Alles klar. Dann haben wir das soweit geschafft. Dann würde ich sagen, darf ich Ihnen noch eine Führung ums Gebäude anbieten? Das würde ich sehr gerne machen, natürlich. Dann würde ich sagen, warten Sie schon mal draußen. Ich nehme mal einen Schlüssel auf zwei mit. Dann kann ich Ihnen von innen noch ein bisschen was zeigen. Sehr gerne doch. Dann sehen wir uns gleich draußen, okay? Gut, bis gleich.